Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zu Let's Play EA Sports FC 24. Willkommen zurück. Ich sage jetzt FIFA 24. Verdammt. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 24. Wir sind immer noch dabei. Ja, mit unserer Saison mit der LA Galaxy. Wir haben das erste Spiel ausgerechnet im Derby noch verloren. Ja, und haben uns tatsächlich noch einen Spieler verpflichten können. Und zwar den Doppeltorschützen. Aus dem Hinspiel. Aus dem Ligaspiel. Nämlich Kellen Acosta wird. Aber Frage, wo ist der? Also, die ist, glaube ich, aber nicht bei uns jetzt schon, ne? So, ich möchte gerne eigentlich. Jetzt muss ich ein bisschen was anders machen. Taktikkonzept, Tiki-Taka, Gegenpressing. Wir werden es auf Pressing spielen. Weil es macht am meisten Sinn, die Taktik des Gegners zu kopieren. Und wir müssen ran. Und ich kann das halt irgendwo gefühlt gerade ein bisschen am besten als das Flügelspiel. $7 haben wir on board. Das heißt, wir haben. Aber frage ich. Kann ich. Ich habe die doch noch nicht an Bord, ne? Der ist doch nicht bei uns. Der ist erst zur Winterpause. Oder habe ich den jetzt gerade einfach nur komplett übersehen? Die Zentrale. Warte mal kurz. Nee, er ist noch beim Gegner, aber wird dann zu uns stoßen. So. Es geht ja momentan durch alle Medien. Boateng ist ja vereinslos offiziell. Boateng. Aber der ist, glaube ich, nicht drin hier. Warum auch immer der nicht drin ist. Naja. Wäre schön gewesen, den noch zu verpflichten. So, aber egal. Wir gehen jetzt erstmal rein ins Match. Wir gehen jetzt nach der Reise nach Dallas. Wir wollen natürlich. Zum Profi befördern, jo. Danke für die Mitteilung. Ja, natürlich, klar, Kritik darf auch gerne von der Mannschaft kommen. Man muss halt nur sachlich sein. Also gucken wir mal gerade kurz eben. Optimale Bissigkeit. Warte, war da jetzt irgendwas gesagt, was vielleicht noch. Ausgeglichen. Ah, okay. Kriegst du. Okay. You will jetzt. So. So, ich guck gerade. So, der ist drin. Ich suche gerade Brookman. Dann soll er mal zeigen, was er kann. Vielleicht bringt das was. Spieltag Dallas. Okay, starten wir rein. Wir spielen auf Standard, wir spielen auf das ganze Ding auf Gegenpressing.
Auf geht's. Ins Match. Nun ist es endlich soweit. Nach vielen Diskussionen, nach viel Spektakel im Vorfeld, geht's gleich endlich los. Bleiben Sie dran. Werden Sie es schaffen. Wir zeigen es Ihnen. Bleiben Sie dran. Sehr herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Am Mikrofon auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen jetzt ein Spiel aus der MLS. Warte mal, ich werde mal was anderes einstellen. Steuerung einpassen. Warte mal, nee, ich steuere was nicht. Spieleinstellung war das, glaube ich, oder? Warte mal. Warte, nee, das war's nicht. Gameplay. Jetzt glaube ich, muss ich dann tatsächlich machen. Unterstützung ein. Präzision. Semi. 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 Wir machen das auf Semi. Wir spielen es ein bisschen mit Hilfe, weil das scheint wohl im Hinspiel. Die Gäste waren im ersten Spiel nicht sonderlich gut. Man hat 0 Punkte auf dem Konto, obwohl man zumindest mit einem Remis gerechnet hatte. Heute müssen sie also endlich richtig einkommen in diese Saison. Heute müssen Punkte her. Jetzt haben sie den Ball. Und jetzt dieser Tor. Fagundes! Da kommt der Steilpass. Gefährlich, immer noch. Also. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten. Na, der Keeper kann überhaupt nichts machen, weil der, glaube ich, gerade gegen 2 oder 3 steht. So, damit steht es schon mal 1:0 für uns. Oder 0:1. Chicharito, erstes Saisontor. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Rockman. Herr Hunnes. Doppelschlag binnen weniger Minuten und jetzt ist der Jubel natürlich groß. Die Abwehr lässt den Keeper im Stich alleine gegen zwei. Was willst du da machen? Das ist nahezu aussichtslos und sie machen es clever, machen es eiskalt, lassen sich auch nicht mehr verunsichern. Also, direkt den Doppel, den zweiten wird er ja gemacht. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Der Ball geht deutlich. Und gute Chance für den Gegner. Lang. Caceres. Klasse Ball gewinnt, vielleicht warten sie jetzt was raus. Wagner.
Ballverlust. Oder was war so Fehlpass? Aber sie holen sich den zurück. Super dieses Zuspiel. Steinpass kommt da an, macht sie gut. Sie müssen weiter aufpassen. Der Kern ist. Funktioniert! 3-0. Drittes Tor im heutigen Spiel. Wenn du dich als Torwart gleich zwei Leuten gegenüber siehst, was willst du denn da machen? Eine Seite kannst du dicht machen, aber eben nicht beide. Tor fällt fast zu. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. 0:3, der Spielstand. Null vier. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Erst die Flanke und dann kannst du so ein Volley nicht besser treffen. Das ist eine sensationelle Körperhaltung. Und so ist das Ding. Zweite Saisontor, Jovic. Nach nicht mal 25 Minuten. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat auch noch die Ruhe, den Ball ganz gut im Tor unterzubringen. Wieder ein Treffer. 5:0. Das spricht eine deutliche Sprache. Verfangen. Ja, Remendi ist es mit dem Ball. Velasco. Ja. Guter Vorstoß jetzt. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Gefährlich. Nein, ich spiele nicht auf Amateur. Müsste aber eigentlich stehen. Müsste ein Profi eigentlich sein. Wenn er das. Ja, die Flagge war nicht gut. Vorteil, ja, das würde aber wahrscheinlich noch eine gelbe geben. Den lässt er nochmal liegen. So, jetzt gibt er wahrscheinlich nochmal für den. Gibt er da nochmal gelb? Fragezeichen? Nee, ne? Zu machen, dann hast du so eine Führung.
Jetzt Chicharito. Na. Der Gegner hat sich jetzt ein bisschen gefangen. Es wird 2 Minuten Nachspielzeit geben. Chicharito. Oh, viel Platz jetzt. Macht er ihn. Kein Problem, ganz sicher. Ecke kommt. Ecke kommt ins Zentrum. Ja, zu nah so. Auto. Der Abpfiff und das war es mit Durchgang 1. Chicharito ist heute extrem gut drauf. Da geht ja fast alles. Ihm gelingt heute fast alles. Ist quasi nicht zu verteidigen. Halbzeit Nummer 2 läuft. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Entschieden ist das Spiel, definitiv. Aber die Frage ist, wie hoch wird es noch? Oder wie deutlich wird es noch? Oder kann Dennis noch mal rankommen? Oder was auch immer. Sowas in die Richtung. Da müssen Sie aufpassen. Solche Tage gibt es. Wieder das Tor. Wieder ist der Ball drin. Den Sieg haben Sie eh schon lange in der Tasche. Jetzt tun Sie hier nur noch ein bisschen. 0-6. Wir sind so derbe vermöbelt worden im letzten Spiel im Derby. Und jetzt sieht es wohl deutlich besser aus. Und der Keeper hat ihn. Skorupski hat das Ding in der Halle. Bisher sicher. So kann man mal kontern. Wagner. Dann läuft, wenn keiner mitgehen will, dann machen wir es auch alleine. Gut durchgesetzt, gefährlich. Er ist halt kein Stürmer. Es wäre der perfekte Konter nach der Ecke geworden. City hat sich einen neuen Spieler geholt. Und da sind wirklich alle begeistert, dass das jetzt endlich geklappt hat. Riesentalent des Geilfahrer, der wird es an die absolute Spitze schaffen. Und wer sich seine Dienste sichern kann, das Kenny. Oh, was ist denn da los heute? Der Doppelpack. Doppelpacker. So, jetzt können wir mal ein bisschen. Jetzt können wir auch mal ein bisschen durchwechseln. Ich glaube, wahrscheinlich hat das ein bisschen mit dem Kniffen, bisschen mit der Umschlag ein bisschen geholfen. Jetzt wechseln wir mal einfach durch komplett. Das ist
eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Guck mal, are you? Ja, könnte was werden. Muss push. Was sein. Nach wie vor lebt diese Chance. Ja, da fehlt da einiges. Der haut den einfach vorbei. Ja, ich hatte gewartet, dass der noch mitkommt da. Das ach, der, da ist noch nichts passiert. Marius klärt die Ecke, haut sie erstmal raus. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Ja, toll gehalten. Ein fantastischer Treffer. Und er ist doch drin. Ja, zu 0 ist nicht so bei mir. Das war schon bei FIFA 23 so. Mindestens eins fängst du am Ende doch noch. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt. Und der ist am Ende nicht zu halten. Ja, ich wenn der Keeper noch dran war. Wenn er nicht dran gewesen wäre, wäre wahrscheinlich rausgeköpft worden. Bei Verlust. Caceres, Brockmann. Jetzt ist der Lanza. Der Fahrer noch nicht bereit. Drin, kein Absatz. Und wie gut ist der heute? 1-8. Sensationell, ein Tor nach dem anderen. Das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Der Angriff wird was werden. Immer noch gefährlich. Und er ist drin. 1-9. 79. Oh, das wird sogar zweistellig. Ja, ich werde die Schwierigkeit wahrscheinlich sogar auf schwer. Ich werde die Schwierigkeit ein bisschen hochstellen. Das ist mir zu eindeutig. Vielleicht spielen wir es auf Weltklasse. Hernandez. Vielleicht die Konterchance. Leerdam. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Immer noch diese Chance. Mein Mann eigentlich den Ball einfach gut zu platzieren, wie in diesem Fall. Schau nochmal auf die Wiederholung, das ist nicht gut. Nochmal, wir spielen das Ding auf Profi. Und das nur ein bisschen, weil die Taktik, weil wir ein bisschen Taktik umgestellt haben.
3 Minuten sind es noch. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Krass, das war aus der Sicht des Schiris. Ja, es ist ein bisschen irritierend, dass die Damen unten auf gelb sind. Ricky Fuic. Chicharito. Ah, da wäre jetzt Platz. Und da haben wir es, das Tor. Ein bisschen sehr einseitig. 1-12. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwas umgestellt habe mit der Schwierigkeit, weil das ist mir auch persönlich. Ich freue mich natürlich über den Sieg, aber nicht mit solchen Ergebnissen. Das war ein bisschen Glück dabei, weil wenn der den trifft, gibt es die Gelb-Rot. Drei Punkte sind es nun nach diesem heutigen Sieg, aber man merkt schon so ein wenig, so richtig zufrieden sind sie mit diesem Stand nicht. Ganz starke Leistung in diesem Spiel. Dreierpack, aber es will man denn mehr, ein riesen... Mich wundert, dass Chicharito nicht der Mann auf dem Match ist, weil der eigentlich 4 auf 5 gemacht hat. Sogar 6 hat er, glaube ich, gemacht. Nee. Es ist mir zu eintönig. Wir werden, wie gesagt, die Schwierigkeit ein bisschen hochstellen. Mal da sogar gemacht. Ja, eigentlich wäre es. Die Kommentare passen aber nicht. So. Gut, dann gehen wir jetzt mal ganz kurz in die Einstellung rein. Das Anpassen. Einstellung. Wir gehen nämlich halt hoch auf Weltklasse, weil das ist mir too much einfach. So, wir lassen es so, wie es ist. Wir spielen das ganze Ding jetzt auf Weltklasse. Versuchen zumindest im nächsten Match. Nächster Gegner ist Sporting Kansas. Auf was soll ich denn stellen? Auf eine, hatte ich den. Okay. Bisschen mehr auf eine, bisschen Energie rausnehmen. Starker Fokus erstmal auf Energie trainieren. Es könnte auch bei Dings sein, bei starker Fokus auf Energie. Starker Fokus. Wenn wir die erstmal die bisschen auf Energie, dass die ein bisschen angepasst werden.
So. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Auswärtsspiel bei Kansas.